Das Historische Museum am Hohen Ufer steht mehr als 50 Jahre hier und wird seiner Rolle und seiner Aufgabe gerecht, Geschichtskultur zu betreiben. An die Geschichte, an die facettenreiche Geschichte Hannovers als Stadt und als Land Hannover zu erinnern. Es hat sich vieles geändert an den Bedürfnissen der Menschen und auch an den Präsentationsformen. Und dem werden wir gerecht werden. Wir werden das Museum völlig neu aufstellen. Es wird ein Kommunikationsmuseum werden. Wir machen dieses Museum nicht nur für die Menschen, sondern mit den Menschen zusammen in Zukunft. Insofern wird ein völlig neues Leben hier entfaltet werden und einziehen. Wir werden dynamisch mit Geschichte umgehen, indem wir die Interessenlagen, aber auch das herausarbeiten werden mit den Menschen zusammen, was sie einbringen können, an historischen Erfahrungen und an Bedürfnislagen aus ihrer Gegenwartssituation. Wir haben uns 7 Abteilungen ausgedacht mit 7 Themen und Fragestellungen, unter denen wir die Geschichte Hannovers betrachten. Georg Ergesdorf, hier in Form der Marmorbüste, steht für den Bereich Stadtprominenz. Wir werden also Persönlichkeiten, die für Hannover entscheidend waren, präsentiert. Und Ergesdorf ist für uns heute in der Regel bekannt als der Gründer der Firma, die dann ab 1870 als Hanomag bekannt geworden ist. Also eines der entscheidendsten und erfolgreichsten hannoverschen Unternehmen in der Industrialisierungszeit. Das Gemälde zeigt einen Ausschnitt der Schlacht bei Waterloo 1815, und zwar den Teil, an dem die Hannoveraner Truppen beteiligt waren. Das steht für den Teil Hannovers Geschichte in der neuen Dauerausstellung. Der Teil präsentiert kompakt, also relativ kompakt, einmal Stadtgeschichte anhand von Themenbereichen. Entscheidend ist hieran eigentlich so für das junge Königreich Hannover im 19. Jahrhundert. Diese Beteiligung an der Schlacht bei Waterloo ist für die Hannoveraner Truppen ganz wichtig, so für den Nationalstolz. Das wird sozusagen zum Mythos, fast leisant. Und das merkt man auch daran, dass das Gemälde ungefähr 40 Jahre nach der Schlacht erst gemalt worden ist, also auch erst in Auftrag gegeben worden ist. Und dass man also, dass dieser Stolz auf die Beteiligung am Sieg über Napoleon sehr groß war in Hannover. Im Mittelpunkt stehen natürlich unsere Objekte, aber das Museum wird sich insgesamt verändern. Es wird nicht mehr der Ort sein, an dem man staunend vor den Objekten steht, sondern es ist in zunehmendem Maße dieses ein Haus der Kommunikation, der Begegnung. Wir wissen, dass viele Menschen sehr gerne einfach genießen möchten. Die Geschichte anhand von Geschichten und von spannenden Objekten an sich herankommen lassen. Aber es gibt auch Menschen, die sich gerne einbringen, die die Teilhabemöglichkeiten unseres Hauses gerne nutzen, die mitmachen, von den Lerngruppen in Schulen und außerschulischer Jugendbildung bis hin zu den, ja, ich sage immer, den kompetenten Menschen, den Menschen 50 plus, die schon ein halbes Jahrhundert hinter sich haben, die Teilhaber von Geschichte gewesen sind, die bringen sich sehr gerne ein in unsere Projekte, und das möchten wir fördern. Das Schiffsmodell von der Alfa Lea steht für den Themenbereich Heimat, Geschichten vom Kommen, Gehen und Bleiben. In diesem Fall sind das Geschichten vom Gehen natürlich, denn das ist eines der typischen Modelle von Segelschiffen, die Auswanderer über den Atlantik gebracht haben. Vor allen Dingen im 19. und frühen 20. Jahrhundert sind aus Hannover rund 250.000 Menschen ausgewandert und vor allen Dingen, aber nicht nur nach Amerika. Und die Gründe, warum Leute ausgewandert sind, sind sehr unterschiedlich. Aber vor allen Dingen für das heutige Niedersachsen, für dieses Gebiet, sind das Gründe wie Armut und die Hoffnung, in der neuen Welt durch Grundbesitz die Verhältnisse verbessern zu können. Na,
Noch haben wir nicht die Gelegenheit, diese Dauerausstellung, die zukünftige ständige Ausstellung vollständig zu präsentieren. Ein paar Jahre werden noch ins Land gehen, bis das Haus dann definitiv öffnen kann. Aber wir wollen einen kleinen Vorgeschmack geben. Das nennen wir Einblicke. Diese Einblicke in dieses neue Konzept möchten wir, ja, pass pro toto. Wir wollen einige Objekte zeigen und sagen, wie wir sie verstehen, wie wir sie interpretieren. Ganz repräsentativ für alle diese 7 Ausstellungsteile, die die Hannoveranerinnen und Hannoveraner dann erwarten dürfen, wenn es fertig ist. Und wir haben zentrale Objekte, Bilder, Gegenstände, Alltagsgegenstände, prunkvolle Gegenstände herausgesucht, die alle eine ganz besondere Bedeutung, eine besondere Geschichte innerhalb unserer Stadt- und Landesgeschichte haben. Lassen Sie sich überraschen. Es sind tolle Sachen dabei und auch neue, frische Erkenntnisse.